Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal mit eurem Brocken. Heute gibt es wieder Shadowlands Informationen und zwar zu dem Season 1 Affix in dem Mythisch Plus Dungeons. Wir werden mal ein bisschen drauf eingehen, was dieser Affix macht und was vielleicht noch so ein bisschen offen ist, wo man noch ein bisschen aktuell natürlich hinterfragt, wie genau kann man diesen Affix spielen. Aber ein paar grundlegende Sachen sind schon mal bekannt. Auf die möchte ich nun einmal eingehen, dass wir uns schon mal ein bisschen darauf einstellen können. Danach gehen wir weiter und gucken uns einmal an, ja, wenn ihr alle Mythisch Plus Dungeons auf Stufe 10 gespielt habt, dann bekommt ihr natürlich auch einen Titel in der Season 1. Und wenn ihr alle Mythisch Plus Dungeons auf der Stufe 15 gespielt habt, natürlich dieses alles in Time, dann bekommt ihr auch noch ein wundervolles Mount. Auch dieses möchte ich euch einmal zeigen und eure Meinung denn dazu wissen. Nun fangen wir auch gleich einmal an. Der Season 1 Affix nennt sich Stolz. Klingt erstmal nicht spannend, sondern klingt ja nach Stolz. Ne? Man ist stolz, dass dieser Affix in einem Mythisch Plus Dungeon drin ist. Aber nun geht das Ganze weiter. Was bringt uns Stolz genau? Wir bauen Stolz in der Instanz auf, während wir dort am Kämpfen gegen Trash-Mobs oder auch gegen Bosse sind. Und wenn wir eine Anzeige von 100% erreicht haben, dann wird aus dem sogenannten aufgebauten Stolz, wird dann ein Add rausspawnen, was wir bekämpfen müssen. Da haben wir natürlich ein paar Fragen, die wir noch nicht ganz genau wissen. Sammeln wir, also wenn wir uns in der Instanz befinden, als jeder einzelne Spieler Stolz, heißt ich sammle 100%, A sammelt 100%, B sammelt 100% und C sammelt 100%. Und wir haben dann mehrere Male, nachdem wir bestimmte Ads getötet haben, mehrere Ads, also den Stolz auf 100% sozusagen aufgebaut haben, haben wir dann mehrere Ads dort drin. Oder sammeln wir halt als Gruppe sozusagen einmal 100% und dann sozusagen spawnt ein Ad des Weiteren. Die Frage, die sich uns natürlich auch alle noch stellt dabei ist, wovon ist es abhängig? Hat es einen bestimmten Cooldown, also eine bestimmte Zeit, nachdem sich automatisch, während wir uns durch die Innie kämpfen, der Stolz gefüllt hat? Heißt, was weiß ich, wir sind 5 Minuten in der Innie und dann ist der Balken automatisch voll und dann kommt das Add von aus dem Stolz heraus, oder müssen wir eine bestimmte Trash-Mob-Menge töten? Da sind noch einige Fragen natürlich offen, die wir natürlich da hingegen noch nicht beantworten können. Des Weiteren ist natürlich auch eine interessante Frage, die wir uns gerade bei einem Add dann stellen, wenn dieses natürlich spawnt. Bleibt dieses Add, wenn es dann spawnt, bleibt es stehen? Also ist es ein Caster und castet, oder kann man zum Beispiel es outrangen, heißt, dass wir weit davon weglaufen können von diesem Ad oder nicht, ist dann die Frage. Dann ist halt auch die Frage, wie gesagt, da gehen wir dann gleich auch noch drauf ein, dieses Ad verursacht Schaden. Dann ist halt die Frage, verursacht es nur auf uns Schaden, können wir den Schaden auch auf andere Gegnergruppen mit aufteilen? Also können wir die Explosion dieses Ads auch nutzen, um auf andere Gegnergruppen, wenn wir einen größeren Pull machen, damit die Explosion von dem Ad nutzen. Und all solche Sachen natürlich stellen wir uns dann natürlich gerade noch, wenn es um das Thema Ads geht. Gehen wir nun aber auch gleich natürlich einmal weiter. Ja, je mehr Stolz wir in der Zeit angesammelt haben, desto mehr Leben und Schaden verursacht dieses Set. Daher ist dann natürlich die Frage, kämpfen wir dort und haben indirekt vielleicht sogar noch einen Timer, heißt also, wir können theoretisch, wenn wir viel Schaden machen, töten wir vielleicht viele Ads dann und dann nach einer gewissen Zeit spawnt dieses Ad und hat dann sehr, sehr viel Leben, so dass es dann uns auch extrem viel Schaden zufügt. Oder wie genau stellt sich das Blizzard mit dem Season Affix 1 hier in Shadowlands vor? Das ist noch so ein bisschen die Frage, aber wir wissen hier auf jeden Fall schon mal, wie gesagt, je mehr Stolz wir in der Zeit angesammelt haben, desto mehr Lebenspunkte und mehr Schaden wird uns dieses Add auf jeden Fall zufügen. Da ist, wie gesagt, ne, da fragt man sich jetzt natürlich noch, ne, hat es einen Timer so nach 5 Minuten und eine Gruppe pullt in 5 Minuten, keine Ahnung, 10 Trashmob-Gruppen, die andere ist vielleicht langsamer, pullt vielleicht 3-4 Trashmob-Gruppen. Da muss man natürlich nochmal so ein bisschen dann abwägen, wie sollte man das Ganze machen, ne? Da muss man sich ein bisschen auch rantasten, um dann zu gucken, okay, wie viel Schaden, wie gefährlich ist das Ad dann, wie viele Lebenspunkte hat das Ad, wie viel Schaden machen meine einzelnen Gruppenmitspieler, um das Ad dann natürlich schnellstmöglich zu besiegen.
dann geht das Ganze weiter. Ich weiß, man sieht es jetzt hier über meinem Kopf. Ja, wenn das Ad stirbt, explodiert dieses Ad und macht 100% der maximalen Gesundheit als Schaden. Auf kurzer Distanz, der Schaden wird unter allen Leuten aufgeteilt. Da ist dann auch wieder die Frage, das wurde noch natürlich nicht ganz genau, wie gesagt, wie soll man das sagen, ganz genau bekannt gegeben, sozusagen. Ob man denn sagt, okay, ne, es teilt sich jetzt unter allen Leuten, die sich in der Nähe befinden, also unter allen Gruppenmitgliedern, teilt sich der Schaden von maximal 100% der Gesundheit auf oder teilt sich das Ganze auch unter Gegnern auf? Ja, das wäre so die nächste Frage, die man sich dahingegen natürlich stellt, wenn ich jetzt sage, okay, ne, ich habe jetzt so und so viel Schaden auf 5 Spieler oder ich kann theoretisch sagen, okay, Leute, das Ad folgt uns vielleicht sogar, wir können weitergehen, wir können 2-3 Mobs noch mitnehmen, dann das Ad töten, dann mit der Explosion Schaden noch auf die Trash-Mobs machen, sodass diese wiederum weniger Leben haben und den Schaden auch noch zusätzlich auf 3, 4, 5 weitere Ads aufteilen. Oder ist das Ad vielleicht, wie gesagt, manifestiert? Heißt, es bleibt auf dem Punkt stehen, wir müssen es töten. Wir bekommen eine riesige Explosion ab durch die Menge, die wir an Stolz gesammelt haben. Und der Heiler muss das dann halt einfach gegendrücken. Da hingegen sind noch ein paar Fragen auf jeden Fall offen, aber so der erste Einblick auf jeden Fall hier ist auf alle Fälle schon mal sehr, sehr nice, muss ich ganz klar sagen. Es ist, scheint ein sehr spannender Affix zu sein, der hier und da auf jeden Fall auch noch ein paar Fragen aktuell noch offen lässt. Aber wenn wir da natürlich weitere Informationen in die Hände fließen, werde ich euch diese natürlich bekannt geben. Aber so, was sagt ihr denn schon mal dazu? Wie gefällt euch das, was ihr jetzt hier an Informationen schon mal zu dem ersten Season-Affix bekommen habt? Wie gefällt euch das? Sagt ihr, ja, das klingt sehr spannend, oder sagt ihr schon so, oh nee, irgendwas mit Ad-Sporen und vielleicht viel heilen? Ne, würde mich auf jeden Fall mal dazu natürlich auch eure Meinung interessieren. Und nun gehen wir hier jetzt auch gleich einmal weiter und gucken uns einfach doch nochmal den Titel kurz an und einmal das Mount, und dann haben wir es auch schon wieder geschafft. Ja, nun sind wir mit dem kompletten Season-Affix jetzt einmal komplett durch. Wie gesagt, sobald ihr in der ersten Season einmal alle Mythisch Plus Dungeons auf der Stufe 10 in Time abgeschlossen habt, bekommt ihr einen Titel. Natürlich möchten die einen oder anderen von euch nun sagen, ein Titel ist mir nicht genug. Und ich würde natürlich gerne auch das Ziel setzen, jedes Mythisch Plus Dungeons auf Stufe 15 abzuschließen, um sage und schreibe dieses Mount hier zu bekommen, meine lieben Freunde. Das, was ihr hier, das nette Mount, was ihr hier gerade seht, bekommt ihr, sobald ihr alle Mythisch Dungeons in Stufe 15 in Time abgeschlossen habt, dürft ihr dieses Mount euer eigenen. Euer Platz befindet sich obendrauf sozusagen auf der Krone. Das ist natürlich ein relativ tolles Mount, muss man hier natürlich auch ganz, ganz klar sagen. Der Titel wird vielleicht für einige, wie gesagt, nicht genug sein. Die einen oder anderen werden es vielleicht auch gar nicht schaffen, dieses Mount hier zu bekommen. Ne, aber man sollte sich doch ein Ziel setzen und dieses auf jeden Fall versuchen, um zu sagen, ne, dass man wenigstens vielleicht doch ein Mount seiner Sammlung hinzufügen darf. Und nun zu guter Letzt noch eine sehr tolle Änderung, die sich im Mythisch Plus Dungeons Blizzard nun zu Shadowlands auch ausgedacht hat. Denn man darf zu Shadowlands im Mythisch Plus Dungeons einen Waffenwechsel in der laufenden Instanz machen. Das heißt, wenn man vielleicht weiß, okay, jetzt ist ein harter Trash-Fight und bei Trash-Mob brauche ich vielleicht Wert XY höher als bei einem Boss-Fight. So kann man dann zum Beispiel sagen, wir machen jetzt einen riesen Big Pull und ich wechsle vorher vielleicht durch ein Makro meine Waffen, damit ich zum Beispiel Wert Crit erhöhe, weil Crit macht, sage ich jetzt als Beispiel, mehr Schaden auf große Mengen. Dann kann ich einfach meine Crit-Waffen anziehen, gehe richtig los, mache richtig viel Trash damit kaputt, erhöhe natürlich meinen Overall-Schaden diesbezüglich in Trash-Mob-Gruppen. Und wenn dann ein Bossfight ist und ich sage, okay, im Bossfight ist zum Beispiel Meisterschaft wieder besser, dann wechsle ich vielleicht meine Waffen und erhöhe dann wieder meinen Meisterschaftswert, indem ich dann 2 Waffen anlege, die dann mehr Meisterschaft haben. Das ist auf jeden Fall natürlich eine sehr, sehr coole Sache. So kann man dort auch noch ein bisschen individueller auf jeden Fall mehr Schaden in einem Mythisch Plus Dungeon auf alle Fälle rausholen. Nun seid ihr aber gefragt. Als allererstes natürlich, wie findet ihr den ersten Season-Affix, der sich nun mit Shadowlands breit machen wird und euren Stolz vielleicht hier und da brechen wird? Schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare. Wie findet ihr allgemein natürlich
ja, dass es auch gleich wieder einen Titel geben wird, wenn jetzt alle Mythisch Dungeons, ich glaube 8, wenn ich mich nicht irre, sind es sogar 8 Mythisch Dungeons direkt auf Stufe 10 abschließt. Oder natürlich, wie findet ihr natürlich das Highlight, das Mount, wenn man alle Dungeons auf Stufe 15 in Time abschließt? Was sagt ihr dazu? Gefällt euch das Mount, was ihr jetzt hier gerade seht? Oder sagt ihr eher, boah, nee, ne, wenn ich alle Dungeons auf 15 schaffe, nehme ich es mit. Aber ich werde jetzt nicht gezielt danach jagen und sagen, dieses Mount muss ich meiner Sammlung hinzufügen. Und zu guter Letzt, wie findet ihr, dass ihr innerhalb der Mythisch Plus Dungeons einen Waffenwechsel machen könnt, um dort eure Werte individuell auf bestimmte Gegebenheiten so anzupassen, dass ihr mehr Schaden in bestimmten Situationen rausholen könnt? Wenn das Informationsvideo zu Shadowlands, zu Season 1 euch wieder gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Dann weiß ich das ansonsten. Wenn ihr noch Fragen haben solltet, schreibt diese jederzeit gerne in die Kommentare. Ich werde sie dann so schnell wie möglich beantworten. Und wenn ihr von mir gar nichts mehr verpassen möchtet, so könnt ihr jederzeit gerne unten rechts einmal auf Abonnieren drücken. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden, was ich gerade wann, wie und warum mache. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen, angenehmen Tag. Haut da rein. Ich bin raus. Euer Brocken.